26 Jahre, 1,84 Meter, Sternzeichen Zwilling und aktuell der Top-Torjäger der dritten Liga. Justin Eilers ist bei uns. Justin, schönen guten Tag, hallo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass ich kommen durfte. Danke. Naja, wir freuen uns sehr. Justin, eine Wahnsinnssaison bislang gespielt, 13. Spieltag aktuell. Dynamo steht auf Platz 6 mit nur 2 Punkten Rückstand zum Spitzenreiter VfL Wiesbaden. Du hast auch schon 9 Treffer in der Liga erzielt, ein Tor im Pokal. Sieht gut aus, oder? Ja, ich denke, so hat man sich das ja gewünscht vor der Saison, dass es wirklich so läuft fürs Team und für mich persönlich natürlich auch. Ich denke, wir sind sehr, sehr gut gestartet. Jetzt aufs Team bezogen erstmal. Wir haben unsere Zielsetzung gehabt, oben mitzuspielen und wir sind absolut im Plan, absolut im Soll. Und ja, wenn wir mal die Niederlage jetzt gegen Bielefeld zuletzt weglassen, sind wir ja sehr, sehr guter Dinge, dass das auch so weitergeht. Und für mich persönlich halt ist es auch so, dass es sehr, sehr gut läuft. 9 Treffer in 13 Partien. Ich denke, das ist schon eine gute Marke, gerade auch als Mittelfeldspieler. Ja, und es macht mich ein bisschen stolz, dass ich dieses Zwischenziel im Moment erreicht habe. Aber ich denke auch, das ist ein großer Anteil des Teams, dass es eben so weit kam. Lass uns mal 3, 4, 5 Monate zurückgehen. Wann hast du denn zum ersten Mal Dynamo Dresden, den Verein, bewusst wahrgenommen? Also bewusst wahrgenommen, wann war das? Also der Verein an sich ist schon immer bekannt gewesen, das ist, denke ich, klar. Aber bewusst wahrgenommen war wirklich so dieses Relegationsspiel gegen Bielefeld, wo man das in der Öffentlichkeit dann noch mitbekommen hat, mit den Fans, mit dem Plakat, was dann war, mit dem wichtigen Spiel. Ja, das hat man dann halt mitbekommen und ja, als außenstehender Fußballer ist man ja immer mit dabei. Du hattest ja nun auch andere Angebote. Sandhausen war öffentlich gemacht worden, aber auch Angebote hier nicht weit weg aus der Region. Was hat den Ausschlag gegeben für Dresden? Was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, mit den Herren Böger und Minge, das könnte passen? Ja, es waren halt sehr intensive Gespräche mit dem Ralf Minge zuerst, der mir das Projekt hier Dresden vorgestellt hat. Und ja, es hat mir auf Anhieb gefallen. Er hatte dann auch gesagt, Justin, du musst unbedingt nach Dresden kommen. Ich denke, das können wir nicht am Telefon bereden. Das muss ich dir einfach zeigen, was hier in Dresden stattfindet. Und bin dann auch hierher gekommen, habe mir das ganze Umfeld angeguckt, das Stadion und alles drumherum ist wirklich absolut mehr als drittligatauglich. Ja, und es gab viele, viele Dinge, die dann da für den Verein gesprochen haben. Es war ja nicht nur unbedingt meine Meinung, die gezählt hat. Es war ja auch noch dann, dass ich Vertrag in Wolfsburg habe, wo man eben die Formalitäten klären musste. Ja, ich denke, der Ralf und alles drumherum in Dresden haben sich bemüht, mich aus Wolfsburg loszueisen. Ich denke, wir sind glücklich. Ich bin glücklich, dass es geklappt hat. Ich denke auch, der Verein ist einerseits glücklich, dass es so weit kam und da können beide Parteien dann schon sehr zufrieden mit sein. Das denke ich auch. Und wann hast du hier in Dresden gemerkt, als du mit der Mannschaft gearbeitet hast, ja, das hier mit Dynamo und dem Justin Eilers, das passt quasi wie Arsch auf Eimer? Ja, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich wurde gut aufgenommen, habe auch sofort das Vertrauen gespürt vom Trainer, auch vom Team aus. Und ja, dann ist es halt leicht für einen Spieler, sich dann auch wohl zu fühlen. Ja, nach und nach kam dann immer mehr mit Wohnung, alles so, dieser Wohlfühleffekt in der Stadt. Ja, und natürlich gehört auch der Erfolg dazu, im Team dann auch schnell den Weg hier zu finden. Und von daher, es hat einfach wirklich alles super gepasst und wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass es so weitergeht. Du sagst immer gerne, auch als Dynamo auf Platz 1 stand, das ist eine Momentaufnahme. Ist für dich Platz 1 in der Torjägerliste auch eine Momentaufnahme oder ist das für dich ein Ziel? Du bist ja jetzt kein Stoßstürmer, der ganz oben auf seiner To-Do-Liste hat, Tore schießen. Ja, weil vor der Saison habe ich mir auf jeden Fall nicht die Zielsetzung gegeben, Torschützenkönig der Liga zu werden, sondern das ein oder andere Mal schon das Tor zu treffen, aber nicht unbedingt ganz oben zu stehen. Wie gesagt, es ist wieder eine schöne Momentaufnahme, jetzt schon seit ja, mehreren Wochen dann oben zu stehen. Hoffe, dass ich so lange wie möglich oben bleibe, vielleicht das ein oder andere Tor noch drauflege. Ja, und wenn es am Ende dann Platz 4 oder 5 oder 10 oder 11 ist, ist mir das in dem Sinne auch egal. Schön wäre es natürlich, oben dran zu bleiben. Aber ich denke, es gibt auch genug andere Leute im Team, die die Tore machen und am Ende zählt auch wirklich nur
der Sieg, der wichtiger ist als der einzelne Spieler dann mit den Toren. Aber merkst du schon, dass die Gegenspieler sich mit dem Laufe der Saison jetzt noch stärker auf dich fixiert haben, in Bezug auf dich als Gegenspieler, und dass die möglicherweise auch härter gegen dich einsteigen? Ich hatte es ja bei der Pressekonferenz in Bielefeld, hatte ich ja schon erwähnt, dass es ja halt die letzten Wochen wirklich so ist, dass die Gegenspieler dann wirklich in den Medien oder ihr Wort dazu abgeben, wie sie mich aus dem Spiel nehmen wollen. Ich denke, man merkt es, ich krieg's ja auch mit. Ja, es wird vielleicht, oder ich denke auch schon, dass es die nächsten Wochen weiter so gehen wird, in dem Sinne, dass die Vereine oder der Gegenspieler sich dann auf mich einstellen muss oder soll. Ja, ich freue mich auf die Aufgabe. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie sie das versuchen, ne? Und versuche dagegen zu steuern und mein Bestes zu geben, dass es nicht klappt. Wie nimmst du das wahr, dass der eine oder andere Spruch vom Gegenspieler kommt? Ich nehme das eigentlich als Anerkennung. Vor der Saison muss man sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt vom Namen her ein bekannter Spieler war. Ich war dann eben oft in der Regionalliga tätig. Ja, wie gesagt, ich habe mir die ersten Wochen dann, ersten Monate jetzt einen Namen gemacht in der Liga. Und das ist eine gewisse Anerkennung, dass die Gegenspieler, die Abwehrspieler dann ihr Wort dazu abgeben. Und ja, freue mich dann auf die Duelle. 2 Punkte Rückstand aktuell zum Spitzenreiter WN Wiesbaden. Und alle fragen sich, nachdem die ersten 13 Spiele schon richtig gut gelaufen sind, es läuft sogar besser als erwartet, sagen viele, was ist denn drin mit Dynamo in dieser Saison? Ja, die dritte Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich denke, das sieht man auch anhand der Tabelle. Ich glaube, 6 Mannschaften da, oder 5 Mannschaften jemals 24 Punkte, WN Wiesbaden hat ja gewonnen gehabt. Ja, ist sehr, sehr eng. Es ist wirklich tagesformabhängig, viel, viel tagesformabhängig oftmals. Klar haben wir zu Hause hier immer die Ansprüche auch zu gewinnen vor eigenem Publikum. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jede Woche aufs Neue, in der Trainingswoche schon beginnt, Fokus auf das Spiel legen, 100% abliefern. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir selbst gegen dann meinetwegen Aufsteiger wie Mainz dann auch in der letzten Sekunde bestraft. Und Bielefeld, das sagten ja viele, war dann auch ein Lernprozess, vielleicht auch mal ein Lernprozess, der einfach kommen musste? Ja, dass wir durch die Liga marschieren, ungeschlagen oder ohne Rück oder ohne irgendwie mal auf dem Rückschläge, mal auf den Kopf fallen, das war uns klar, dass wir das nicht schaffen. Dafür ist die Liga einfach zu stark, dafür sind wir nicht der FC Bayern der dritten Liga in dem Sinne. Aber dennoch, ja, es ist so, dass es immerhin sehr, sehr gut läuft und man verliert lieber dann mal wirklich Defte mit 1-4. Anstatt dann die nächsten 3 Spiele vielleicht knapp zu verlieren oder dann nur Punkte zu holen. Und von daher ist das ein Lernprozess, den wir alle durchmachen müssen. Wir sind ja auch eine junge Truppe. Jetzt heißt es einfach, daraus wirklich lernen. Wir haben jetzt 2 Wochen Zeit bis zum nächsten Punktspiel, es besser zu machen und dann gegen Fortuna Köln dann zu Hause 3 Punkte einzufahren. Du hast es gerade so schön gesagt, ihr seid nicht der FC Bayern der dritten Liga, sicherlich sportlich nicht, aber so vom ganzen Drumherum kann man das eigentlich schon festlegen, wenn man sieht, eure Zuschauerzahlen bei den Heimspielen, ich glaube, bei jedem Heimspiel mehr als 20.000, da leckt sich manch Zweitligist die Finger danach. Bei den Auswärtsspielen kommen die Fans auch, weil sie alle sehen wollen, wie spielt denn Dynamo Dresden, und die Zugriffe auf den sozialen Medien bei uns sind riesengroß, also überall bei den sozialen Medien, auch bei Dynamo Dresden, da merkt man schon, der große Fokus in der dritten Liga liegt schon auf Dynamo Dresden, was das Interesse betrifft. Ja, das sehe ich genauso. Dresden ist auch ein großer Verein, Traditionsverein, für mich auch absolut nicht würdig, in der dritten Liga zu spielen, auf Dauer. Über die Fans, denke ich, brauchen wir nicht sprechen, das ist einmalig. Ich denke, wie du schon gesagt hattest, dass viele Vereine sich die Finger danach lecken, sowohl in der zweiten als auch viele Erstliga-Vereine, ja, die da noch nicht mal 20.000, 25.000 zusammenkriegen. Aber das finde ich wirklich Phänomen. Ich denke, das ist auch, ja, für einen Spieler dann so mit ein ausschlaggebender Punkt, weshalb man dann auch vielleicht nach Dresden wechselt. Einfach dieses Umfeld, was einfach wirklich passt, stimmt und du als Mannschaft gut im Fokus gerätst und vielleicht auch als Einzelner. Du hast im Interview mit dem Kreisel gesagt, mit dem Dynamo Stadionmagazin, in meiner fußballerischen Vergangenheit ist manches schiefgelaufen. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, ich hatte sehr, sehr viele Verletzungen
sehr, sehr viele Verletzungen Anfang meiner Karriere, ich sag mal Anfang 20. Wurde oft zurückgeworfen in wichtigen Momenten, wo vielleicht der nächste Karriereschritt hätte beginnen müssen. War vielleicht vom Kopf her auch ein bisschen zu naiv, zu denken, dass alles von selbst läuft. Und es war dann schwierig. Nach meiner Braunschweiger Zeit bin ich dann nach Bochum. Als junger Spieler war ungeduldig vielleicht, hätte vielleicht einfach abwarten müssen, vielleicht die Chance in Braunschweig dann zu bekommen irgendwann. Wollte aber unbedingt spielen, habe dann den Schritt nach Bochum gewagt. Ist dann für mich persönlich eher 2 Jahre zum Vergessen gewesen. Wie schon gesagt, viel verletzt gewesen, erste Mal von zu Hause weg, Umfeld hat nicht alles so gepasst, vom Kopf her nicht bereit gewesen, alles für den Fußball zu geben. Ja, und so kam das dann, dass man halt einen Neuanfang in Goslar suchte oder machen musste in dem Sinne, den Spaß zum Fußball wieder zurückzugewinnen. Das kam dann und die letzten Jahre bin ich halt verletzungsfrei geblieben, was für mich persönlich mit das Wichtigste ist, wirklich verletzungsfrei zu sein. Und so konnte ich dann eben auf Dauer auch meine Leistungen abrufen. Gab es irgendwo mal einen Moment, wo du gesagt hast, hui, jetzt könnte es aber eng werden mit mir und meiner Fußballkarriere, dass ich dauerhaft erstmal mit dem Fußballspielen Geld verdienen kann? Man hat es schon im Kopf gehabt. Ne? Ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Wenn man dann meinetwegen von der dritten Liga als 19-Jähriger, 20-Jähriger, dann 2, 3 Jahre später in der Oberliga neu starten muss, hat man das schon im Kopf. Aber mir war halt wichtig, nachdem ich dann nicht so schöne Zeit in Bochum hatte, einfach wieder den Spaß am Fußball zu erlangen und mir einfach nicht so den Kopf darüber zu machen, ob es jetzt nochmal was wird oder nicht. Goslar hat mir dabei geholfen. Ich denke, finanziell war es auch sehr, sehr gut. Und ja, ich konnte mich da auch voll und ganz auf Fußball konzentrieren, war zu Hause in der Heimat, was für mich dann auch wichtig war, bei Familie, Freunde. Ja, und so kam das dann alles über Umwegen von Wolfsburg nach Dresden dann halt. Jetzt haben wir Herbst in Dresden, aber fußballerisch ist das für dich auf jeden Fall wieder ein Frühling, der wievielte? Ja, also der erste sehr starke Frühling, kann man schon sagen. Ja, ich denke, auch damals in Braunschweig war es ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dann das erste Mal in der dritten Liga zu schnuppern, auch vor damals 20.000, gerade in der eigenen Heimat, von der Jugend auf an hochgegangen, den Weg zu den Profis. Ich denke, das war dann so mein Ziel, mein Traum damals. Ich bin jetzt 26, sind jetzt 6 Jahre vergangen und man kann wirklich sagen, dass so der zweite Frühling herrscht. Justin, wir wollen dich natürlich auch so ein bisschen kennenlernen. Jetzt hattet ihr 2 Tage frei. Wie entspannst du, wie lenkst du dich ein bisschen mal ab vom Fußballspielen? Ja, ich habe auch den Weg wieder nach Hause gesucht, nach Braunschweig. Du kennst die A2 und die A14 dann schon auswendig, alle Anschlussstellen. Ja, das stimmt. Von Bochum nach Braunschweig war ja auch die A2, nur in die andere Richtung. Grausame Strecke, wirklich grausam. Viel Stau und ist eigentlich besser, wenn man in der Nacht losfährt als am Tag. Und wie gesagt, wir hatten dann 2, 3 Tage frei, was man dann auch mal haben muss als Fußballer, wirklich zu entspannen, den Kopf abzuschalten, gerade vielleicht auch so nach so einem Spiel gegen Bielefeld. Und ja, ich habe es absolut genossen, Freunde, Familie wiederzusehen, habe die Ruhe genossen, wirklich mal nicht an Fußball zu denken und bin dann gestärkt heute wieder im Training erschienen. Du bist ein richtiger Familienmensch, auch gerne dort zu Hause, wo du herkommst aus Niedersachsen, hast doch bei deinen Eltern noch ein Zimmer, also wie gesagt, die Familie ist schon sehr, sehr wichtig für dich. Ja, absolut. Meine Eltern unterstützen mich auch voll und ganz, sind auch wirklich, so oft es geht, im Stadion, auch bei weitestgehend naheliegenden Auswärtsspielen dabei. Und ja, das freut mich. Ich denke, es freut mich auch zu sehen, dass meine Eltern stolz auf mich sind, dass es endlich jetzt mal geklappt hat und viel, viel Pech gehabt hatte die letzten Jahre, die alles wirklich auch mitgemacht haben mit mir. Und ja, die sind einfach auch glücklich, dass es endlich jetzt mal bergauf ging und genießen das genauso wie ich. Wie gesagt, du bist gerne zu Hause in Niedersachsen, aber in Dresden fühlst du dich auch schon richtig wohl. Hast du eigentlich schon den Lieblingsplatz hier in der Stadt gefunden? Oh, Lieblingsplatz, ja, man ist ab und zu in der Stadt, man geht oft essen. Dresden. Hast du für Präferenzen, was das Essen betrifft, oder sagst du eigentlich alles? Na, man muss schon so ein bisschen drauf achten, aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der dann der das Korn in der Suppe sucht, aber Nudeln sind schon sehr, sehr... Die typische Fußballernahrung halt, ne? Ja, aber es gibt sehr, sehr schöne Flecke hier in Dresden. Ne? Ich denke auch drumherum Frauenkirche, gerade die Elbe im Sommer. Ich bin ja dann hier die ersten Monate gewesen im Sommer, also es war sehr, sehr schön. Und ja.
Und du bist jemand, der gerne an der PlayStation zockt. Mit welcher Mannschaft spielst du da eigentlich? Ja, Dynamo ist ja gar nicht vorhanden. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Nein, Quatsch, aber. Da würdest du ja dann auch mit dir selber spielen, oder? Würde ich mit Sicherheit, ja. Das mit Sicherheit. Ja, es gibt. Ich nehme zufällig. Ich spiele immer mit den Jungs ab und zu ein bisschen Spaß. Man wählt dann entweder zufällig und ja, wenn, nehme ich auch mal Real Madrid. Also okay, mit denen kann ich ganz gut umgehen. Ganz gute Spieler in den Reihen. Ja, ganz gute Einzelspieler, ne? Das stimmt. Ja. Das ist aber so eine Nummer, wo du auch mal ein bisschen abschalten kannst. Also auch mal ein bisschen zocken an der PlayStation. Ja, genau. Man ist dann abends unter sich, ne? Und dann spielt man einfach mal ein bisschen auf der Konsole und träumt dann mal auf der Konsole da den Fußball. Hast du so ein fußballerisches Vorbild eigentlich, wo du sagst, wow, der... Den finde ich ganz gut. Ja, ich denke, Arjen Robben ist so mein favorisierter Spieler, wo ich sage, dass das auch so ein ähnlicher Spielertyp auf einem anderen Niveau halt ist. Ist auch sehr, sehr schnell, agil, mit links nach innen, über außen. Also ist so einer, ja, den ich gerne beim Fußballspielen zugucke und auch mir viel, viel abschaue. Und ja, super Spieler für mich. Wie ist denn der neue Modedesigner im Team aufgenommen werden worden? Nils Teixeira ist ja jetzt unter die Modedesigner gegangen. Wie ist denn das angekommen und hast du dir schon ein T-Shirt von ihm bestellt? Nee, ich habe noch keins bestellt. Aber bist du eigentlich gespannt? Er hat ja noch ein paar andere. Ja, ich habe schon ein paar Ideen gehört, die er dann... bist du da auch? Ja, ich glaube, dass er irgendwie das nächste T-Shirt irgendwas da mit mir zu tun hat. Ich bin gespannt. Ja, ich denke, es ist eine gute Sache, ne, für einen guten Zweck. Definitiv. Der Text ist sowieso so ein Typ, der genauso reinpasst in so ein Ding, das zu machen. Ich denke, er hat Spaß dran, sonst würde er das auch nicht machen. Und für einen guten Zweck ist es immer gut. Und ja, ich denke, David und seine Frau haben auch geholfen, jetzt die letzten Tage das zu unterstützen. Und ja, ist auch super. Eine feine Geschichte. Was du mit Nils Teixeira gemeinsam hast, wenn ich richtig informiert bist, du bist auch aktuell Single, oder? Ich bin auch aktuell Single, genau. Also. Aber er ist vielleicht ein bisschen strenger auf der Suche, ich weiß nicht. Wie ist man denn strenger auf der Suche? Ja, ich weiß nicht. Er wird ja oft in den Medien oder allgemein, der Text macht ja oft Eigenwerbung. Streng auf der Suche. Für seine Partnerin des Lebens, ich weiß nicht. Könnte man ja auch einen Aufruf starten. Ja, das haben wir hier schon gemacht. Also er hat ja damals gesagt, irgendwie zwischen 18 und 45, aber... Hat sich keine gemeldet? Bis jetzt noch nicht. Okay. Also ich weiß es nicht. Vielleicht behält er das dann auch für sich. Stichwort, oder ganz anderes Stichwort, soziale Netzwerke. Bist du auch aktiv? Instagram und Facebook, oder? Genau, die beiden Dinge. Twitter jetzt weniger, nein, aber die beiden nicht. Sachen. Betreibst du das jetzt richtig aktiv oder bist du da eher der passive Leser? Ich bin schon aktiv, poste ab und zu auch Dinge. Ja, wie gesagt, soziale Netzwerke. Man kann kaum noch ohne sie leben in dem Sinne. Man kriegt ja alles mit und ich greife auch ab und zu darauf zurück und von daher ist man einfach aktuell dann informiert. Wir haben über die sozialen Netzwerke auch aufgerufen, dir Fragen zu stellen. Was glaubst du, was ist die Frage, die dir am meisten gestellt wurde? Relativ einfach. Boah, die ist inflationär gestellt worden. Ja? Ja. Sag's mir. Ich kann dir mehrere Variationen vorlesen. Ob du trotz eventueller Superangebote nächste Saison Dynamo treu bleiben würdest? Bleibst du unabhängig vom Ausgang nach dieser Saison in Dresden? Bleibt er bei uns, auch wenn es mit dem Aufstieg nichts wird? Er soll nie wieder von Dynamo weggehen. Könntest du dir vorstellen, noch eine Weile bei Dynamo bleiben? Bleibst du auch wenn es ein Angebot aus der ersten Liga gibt? Oh, ja. Und das war nur ein kleiner Auszug. Okay, so viele Fragen auf das Thema. Wir wollen jetzt die Antwort hören, Herr Eilers. Ja. Und bitte keine Fußballerfloskeln. Ja. Ja, das Ding ist, ich bin jetzt hier seit 3 Monaten in Dresden, fühle mich hier super wohl und wenn ich ehrlich bin, mache ich mir darüber gar keinen Kopf, was im Sommer oder in den nächsten Jahren passiert. Ich habe die Fehler gemacht, wirklich in den vergangenen Jahren darüber nachzudenken und das hat mich einfach blockiert und diesen Fehler werde ich nicht nochmal begehen. Ich werde einfach frei aufspielen, genieße die Zeit, genieße wirklich die Zeit hier auch in Dresden und nehme alles mit. Und ich habe Vertrag hier 2 Jahre, das ist so. Und was sich dann ergibt, dazu kann ich selbst nicht sagen, weil es gibt aktuell keinen Anlass darüber zu reden, in dem Sinne, weil es nichts gibt. Und von daher wird man dann schauen. Und ich glaube, ohne dir jetzt vorwegzugreifen, du bist ja jetzt schon 26, also im mittleren Fußballeralter und hast ja, wie du gerade gesagt hast, schon das ein oder andere erlebt und hast neulich mal so schön gesagt, hier passt endlich der Deckel auf den Topf. Also ich glaube,
du überlegst auch ganz genau darüber nach, was zu dir passt und was zu dir nicht passt, um nicht mehr die Fehler zu wiederholen. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, der Verein, die Fans geben mir sehr, sehr viel. Ich versuche natürlich durch meine Leistung was zurückzugeben. Das funktioniert im Moment sehr, sehr gut. Und im Moment passt wirklich alles, der Deckel auf dem Topf. Es ist wirklich einfach perfekt. Und wie gesagt, dieses Erlebnis, diese Geschichte Dresden einfach zu erleben, genieße ich in vollen Zügen. Und ja. Was war denn bislang dein Highlight mit Dynamo? Ja, da gab es zwei Geschichten. Das war einmal das die Pokalsensation gegen Schalke, was natürlich unvergessen bleibt. Montagabend, Live-Spiel im Fernsehen. Millionen Zuschauern, den großen Favoriten aus dem Pokal geschmissen, selber noch dazu beigesteuert mit einem Tor. Und es war einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Und das zweite war halt gegen Regensburg, für mich persönlich auch meine beiden Tore. Dann vielleicht auch noch fürs Team, für die Moral in Unterzahl das Tor zu erzielt zu haben. Ja, und es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Und das waren so die beiden prickelndsten Momente hier. Du hattest ja nach dem Pokalsieg gegen Schalke eigentlich Wolfsburg oder Braunschweig gewünscht. Ja. Jetzt ist es trotzdem ein Ex-Verein von dir geworden, ne? Genau. Ja, Bochum ist halt so, dass ich nicht mehr so allzu viele da kenne. Ja. Es hat sich ja jetzt auch viel getan in Bochum. Klar ist Bochum Ex-Verein. Ich freue mich natürlich auch auf das Los. Es wird sehr, sehr schwer werden wieder. Wie gesagt, Braunschweig ist meine Heimat. Gegen die hätte ich an höchster Stelle sehr gerne gespielt. Und Wolfsburg war halt mein letzter Verein, wo ich auch noch viele kenne. Und es wäre halt schönes Los geworden. Ja, vielleicht in der dritten Runde. Ich soll dir auch noch die Frage stellen, wie es denn ist, manchmal auf der Straße erkannt zu werden? Ja, es hat sich auf jeden Fall gesteigert. Wo, wenn ich das vergleiche mit der Anfangszeit, wo ich hier in Dresden erschienen bin, dann hat man da schon so ein oder andere Mal. Aber es hat sich schon sehr, sehr gesteigert, der Wiedererkennungswert. Und ja, es ist ganz normal, ich genieße das auch. Es ist auch in Ordnung, wenn man dann angesprochen wird, um ein Foto gebeten wird oder um ein Autogramm. Solange es nicht unbedingt während des Essens ist, ist alles in Ordnung. Es gibt Schlimmeres, glaube ich, oder? In so einer Phase wie der aktuellen. Genau. Also da kann ich mir vorstellen, nimmt man das dann auch gerne mit. Genau, alles gut. Genau. Ach so, und die Frage, ob du schon das Tex-T-Shirt vorbestellt hast und dich auf das eigene Motiv freust, die haben wir ja quasi geklärt. Also. Genau, also wenn das eigene Motiv kommt, dann mal schauen, dann werde ich es, denke ich, mal holen. So, wir wollen dann noch zum Abschluss so ein paar ganz kurze Fragen dir stellen und kurze Antwort, kurze knackige Antwort. Justin, singst du früh unter der Dusche? Ab und zu singt man auch mal. Aber was? Am meisten singe ich im Auto, auf dem Weg nach Hause oder was? Nach Dresden. Ja, das aktuelle Lied singe ich mit, was? Ich weiß nicht, am besten irgendwas, was man auch, wo man den Songtext auch kennt. Also eher dann was Deutsches. Ja, okay. Ein paar Englische kriegt man auch noch hin. Okay. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Oh, Klamotten. Klamotten gebe ich schon einiges aus für. Da sind wir wieder beim Thema Klamotten. Welchen Style bevorzugst du da so? Welchen Style? Ja, ich bin, ich gehe schon oder versuche mit dem Trend mitzugehen. Ah, du bist schon jemand, der gerne mal shoppt? Ja, ich bin schon sehr modebewusst in dem Sinne. Ich gehe schon sehr, sehr gerne shoppen, gebe in dem Sinne dann auch das Geld aus, auch gerne aus und ja, das ist halt so. So ganz leicht kennt man dich ja jetzt auch schon und so richtig, als Furie haben wir dich hier noch nicht erlebt. Wie kriegt man dich denn schnell auf 180? Wenn man mich anlügt. Also so eine Sache, da kann ich gar nicht ab. Wenn man hinterm Rücken irgendwelche Dinge erzählt und ich geradlinig sowas ins Gesicht sagen kann, so eine Dinge sind, reagiere ich sehr allergisch. Wenn du nicht Fußballer geworden wärst, wärst du jetzt? Tennisspieler. Ich spiele in meiner Freizeit auch sehr, sehr gerne Tennis und wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte, dann wäre ich Tennisspieler geworden. Also hoffe ich, dass es geworden wäre. So viel Talent wie im Fußball, denke ich, besitze ich fürs Tennis nicht, aber macht mir sehr, sehr viel Spaß. Hast du tennistechnisch irgendjemanden, den du da präferierst? Roger Federer. Ja. Also das ist so mein Vorbild nicht, aber das ist so der Lieblingsspieler, den ich besitze im Tennis. Was magst du gar nicht im deutschen Fernsehen? Diese ganzen Serien um die Mittagszeit, Familien im Brennpunkt und all diese Dinge, das ist so gar nicht mein Ding. Okay, was war deine größte Jugendsünde? Oh, meine größte Jugendsünde?
ich weiß gar nicht, mal geklaut zu haben. Das habe ich einmal gemacht und das werde ich auch nie wieder tun. Ja, musst du ja, glaube ich, auch jetzt nicht. Wie viele Punkte hast du in Flensburg? Ich glaube, gar nicht mehr so viele. Hört sich aber ab und zu wurde man dann schon geblitzt, aber ich glaube, die letzte Zeit blieb ich verschont und ich denke, ich habe die gut abbauen können. So. Mittlerweile kennt man dann auch die Standplätze, zum Beispiel auf der A2, oder? So sieht's aus. Was kannst du fehlerfrei kochen? Nudeln, Pasta, also mit Tomatensoße, das kriege ich fehlerfrei hin. Und Rührei. Ich glaube, das ist die Herausforderung für den Gourmet-Koch. Was war dein letzter Ohrwurm? Andreas Burani, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie das neue Lied heißt. Andreas Burani auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht mehr. Mit Alban Sabba. Schöne Grüße an der Stelle. Der jetzt ja Nationalspieler unterwegs ist. Also da wünschen wir auch viel Glück. Und für einen Tag wärst du gerne mal? David Beckham wäre ich auch mal gern für einen Tag, ja. So alles drumherum. Dieses Leben, diese Mode, dieses Hollywood-Dasein als Fußballer bekannt. Also mit Victoria oder ohne Victoria? Ein Tag ohne Victoria. Justin, es war herrlich. Wir genießen das. Wir wünschen uns noch mehr Tore. Und wie gesagt, du hast die Fragen wahrgenommen. Die Fans wünschen, dass du noch ganz, ganz lange im schwarz und gelben Trikot spielst. Das stimmt ja gut. Die Farben passen zu dir. Und wir finden das einfach gut, was du bislang hier geleistet hast. Danke dir fürs Gespräch. Kein Problem, danke. Danke.